Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr konntet mir vor einigen Wochen auf Instagram Fragen zu meiner Schwangerschaft stellen und die möchte ich heute beantworten. Und wir starten sofort mit der ersten Frage von Blue Imperfect. Leidest du oft unter Übelkeit? Das war natürlich am Anfang so, das hatte ich ja auch in meinen Schwangerschaftsupdates erzählt. Und die Übelkeit war ja auch wirklich noch schlimmer, als es bei Vince war. Auch anders, aber ja, ich habe unter Übelkeit gelitten. Zum Glück aber nur in diesen ersten Wochen, also das kam dann nicht nochmal wieder. Loga Ja fragt, wirst du dein Kind so wie Vince zeigen oder eher nicht? Vince zeige ich ja auch nicht wirklich. Also, und das werde ich auch bei Kind Nummer 2 wieder so machen, möchte ich nur sagen. Vince wird ja wirklich so gut wie nie mit dem Gesicht gezeigt. Beim Baby wird es noch so sein, solange es ein Baby ist und nach Baby aussieht und man noch keine charakteristischen Merkmale im Gesicht erkennt, werde ich auch noch das Gesicht zeigen. Sobald man dann aber individuelle Gesichtszüge erkennt, werde ich auch da wieder das Gesicht ausblenden und euch nur Outfits zeigen oder wie auch immer. Also es wird wie bei Vince natürlich sein. Zweifach Mami 2016 fragt, wie stellst du dir die Geburt vor? Was sind deine Wünsche für die Geburt? Wie stellt ihr Vince sein Geschwisterchen vor und was sagt dir dein Gefühl, was es wird? Zu dieser Geschlechterfrage, diese Frage kam sehr oft. Ich werde euch nicht sagen, was mein Gefühl sagt. Natürlich habe ich ein Gefühl, aber ich sage euch jetzt, was ich für ein Gefühl habe und dann ist es doch das andere Geschlecht. Und ich weiß, was dann für Kommentare kommen und das möchte ich nicht, das möchte ich für mein Kind auch nicht. Deswegen werde ich euch nicht sagen, was ich für ein Gefühl habe. Ich werde euch auch nicht sagen, was wir für 2 Namen zur Auswahl haben. Das erfahrt ihr ja dann alles, wenn das Kind da ist. So, also wie stelle ich mir meine Geburt vor? Hoffentlich wieder so entspannt und relaxed wie bei Vince. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall nicht so zeitig ins Krankenhaus zu fahren wie bei Vince. Ich glaube, bei Vince war es ganz natürlich, weil es einfach die erste Geburt war. Ich möchte schon ein paar Stunden länger mit Wehen zu Hause sein, bevor ich dann ins Krankenhaus fahre. Ich denke, es wird wesentlich schneller gehen, aber auch das kann ich natürlich jetzt nur erahnen, wissen tue ich es nicht. Wie gesagt, meine Wünsche sind einfach, dass es so unproblematisch wie bei Vince verläuft, dass die Schmerzen nicht schlimmer sind als bei Vince, dass einfach so nichts Schlimmeres passiert, dass es einfach so wunderbar verläuft, wie es bei Vince war, aber das werdet ihr dann alles in meinem Geburtsbericht auf jeden Fall erfahren. Und wie stellt ihr Vince sein Geschwisterchen vor? Ja, Vince wird dann mit Manu zu mir ins Krankenhaus kommen und das werden auch die beiden einzigen sein, die ich im Krankenhaus als Besuch empfangen möchte. Also meine Familie darf dann gerne kommen, wenn wir wieder zu Hause sind, weil es ist mir halt wichtig, dass Vince diese Zeit hat und Vince allein diese Zeit hat und sich ganz peu à peu an diesen Gedanken gewöhnen kann. Also ja, Manu wird dann auch immer nochmal zu Hause mit ihm darüber sprechen. Und so kann er halt, wie gesagt, die ersten 3-4 Tage mich im Krankenhaus besuchen. Und dann kommen wir halt nach Hause und dann werden wir einfach sehen, wie es läuft. So, dann fragt Martin Love B. Verrätst du den Namen und bist du schon aufgeregt? Nein, ich verrate den Namen nicht und ich bin nicht unbedingt aufgeregt, aber ich freue mich sehr, wenn es dann endlich soweit ist. The Lil Wish fragt, was denkst du, wirst du anders machen als bei Vince? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, beim zweiten Kind hat man so das Problem, dass es schneller und eher Dinge darf, was das erste Kind vielleicht noch nicht so schnell durfte. Also länger wach bleiben oder solche Sachen, einfach weil es sich dann besser ergibt mit dem größeren Kind. Was ich anders machen werde? Jetzt nichts Spezielles. Also ich kann jetzt nicht sagen, das habe ich bei Vince falsch gemacht oder das wünschte ich mir, hätte ich bei Vince anders gemacht. Von daher muss man einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt dann mit 2 Kindern. Das kann ich jetzt so noch gar nicht pauschal sagen. So, Channel About My Life fragt, wisst ihr immer noch nicht, was es wird? Nein, wissen wir nicht. Namen haben wir natürlich schon, jeweils für einen Jungen und für ein Mädchen, aber auch die werde ich nicht verraten. Kaufst du schon Kleidung für das Baby? Ich habe gar nicht so viel gekauft. Also ich hatte ja noch alles von Vince da. Ich habe auch bei Vince damals bewusst darauf geachtet, relativ neutral zu kaufen, nicht zu viel blau. Und deswegen habe ich so viele Teile gar nicht mehr gekauft. Man bekommt ja dann auch zur Geburt einiges geschenkt, also hat sich wirklich sehr im Rahmen gehalten.
Wenn ja, eher neutral. Natürlich habe ich versucht, ist ja aber bei Babysachen gar nicht so einfach. Also neutral bedeutet dann meistens weiß und beige. So grün und gelb und rot bekommt man an Babysachen wirklich sehr, sehr, sehr selten, was ich sehr schade finde. Und sie fragt noch, möchtet ihr danach noch ein Baby oder wird es für euch das letzte Baby sein? Wir haben uns mit Manu vor ein paar Wochen darüber unterhalten, ob ich meine Umstandsmode denn verkaufe oder nicht. Und für uns war ja von Anfang an klar, 2 Minimum, 4 Maximum. Und genauso ist es auch nach wie vor. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen es auf uns zukommen. Wir wollen erstmal, dass Vince in die Schule geht, auf jeden Fall, um zu schauen, wie das läuft. Und dann entscheiden wir, ob wir noch Kind Nummer 3 und 4 bekommen wollen. Wenn wir noch mehr Kinder haben wollen, müssen wir aber auch umziehen. Also das sind dann so alles Aspekte, die natürlich einfließen. Also es ist definitiv nicht ausgeschlossen, dass wir noch Kinder bekommen. Es kann aber auch sein, dass dieses Kind unser letztes ist. Also das wissen wir einfach nicht genau. Tiku fragt, welche Ängste und Sorgen hast du bezüglich Geburt, Wochenbett und die erste Zeit mit 2 Kindern? Bezüglich der Geburt habe ich insoweit Ängste, dass natürlich die Schmerzen doller sein könnten, dass es irgendwelche Komplikationen gibt, ja, Komplikationen wie doch ein Kaiserschnitt, Saugglocke, dass irgendwas mit der Plazenta, mit dem Mutterkuchen nicht passt oder wie auch immer. Das sind natürlich so Ängste und Sorgen, die man hat, aber ich beschäftige mich jetzt nicht so sehr damit, weil das würde einen selber nur belasten. In Bezug auf das Wochenbett mache ich mir gar nicht so große Sorgen, Ängste, Gedanken. Bei Vince war es so, dass ich da, ich habe glaube ich bei Vince vielleicht ein, zweimal geweint in der ganzen Zeit, wenn es mir halt zu viel wurde. Und das finde ich auch okay. Ich hatte jetzt aber keine Wochenbettdepression und ich hoffe auch, dass es dieses Mal nicht passieren wird. Und die erste Zeit mit 2 Kindern. Ja, da mache ich mir natürlich viele Gedanken drüber. Aber auch da habe ich keine Ängste oder mache mir Sorgen, weil ich weiß, wir haben das im Vorfeld gut mit Vince vorbereitet. Ich bin mir sicher und ich lege da ganz, ganz viel Wert drauf, dass er nicht vernachlässigt wird. Also, dass auch er seine Zeit mit mir allein bekommt, aber auch mit uns allen zusammen bekommt. Also, ja, dafür liebe ich ihn einfach zu sehr. Und das wird nie passieren, dass er vernachlässigt wird. Das sind natürlich Gedanken, die man sich macht. Wie regelt man das? Ich habe dann manchmal schon so durchgespielt, wenn Manu arbeiten ist oder beim Sport ist, wie bringe ich Vince ins Bett, wenn das Baby noch wach ist oder so. Aber das ergibt sich dann alles und er ist ja kein Einjähriger mehr. Also er ist fast 3 und er ist schon sehr selbstständig und er versteht auch ganz, ganz vieles, wenn man es ihm erklärt. Und deswegen, so wirklich Sorgen mache ich mir nicht. Ich weiß, dass ich von Anfang an alleine mit beiden Kindern sein werde, weil Manu ja gleich wieder arbeiten geht. Aber das bekommen wir irgendwie hin. Ich bin da echt richtig zuversichtlich. Und sie fragt noch, wo wird Vince untergebracht, wenn die Geburt losgeht? Das habe ich natürlich sehr, sehr zeitig organisiert, weil mir das wichtig war. Und zwar wird er dann bei seinen Großeltern sein, also bei Manus Eltern. Wird je nachdem regelmäßig, also dann trotzdem natürlich in den Kindergarten gehen, wenn es, ja klar, ich bin ja 4 Tage im Krankenhaus, also wird er auch in den Kindergarten gehen. Und wird dann halt, wie gesagt, nachmittags und abends bei seinen Großeltern sein. Auch wenn Manu zu der Zeit frei haben sollte. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht wissen, wann wird das Kind geboren, kommt Manu mitten in der Nacht nach Hause oder solche Sachen. Und es war mir einfach wichtig, dass es von Anfang geregelt ist, dass Vince untergebracht ist, dass für ihn gesorgt wird. Und deswegen ist er bei seinen Großeltern. 64, Carlo 64 fragt. Ihr wisst ja das Geschlecht nicht, aber was hast du im Gefühl, was es wird? Werde ich nicht sagen. X Crazy World. Wo ist Vince, während ihr im Krankenhaus seid? Auch das habe ich schon gesagt. Ich kann da noch mal was zum Ablauf sagen, wie wir uns das ungefähr gedacht haben. Wenn ich merke, es geht los, dann rufe ich Manu an, dass er quasi von der Arbeit nach Hause kommt. Dann rufe ich meine Schwiegereltern an, dass sie Vince abholen kommen. Und dann geht's los. nein, also wir werden halt sehen, wenn Vince gerade im Kindergarten ist, muss ich halt Bescheid sagen, dass sie Vince vom Kindergarten abholen. Wenn er hier bei mir zu Hause ist, kommt es halt drauf an, ist es Nacht, dann kommen sie her und schlafen dann hier, damit er halt nicht geweckt werden muss. Und wenn es tagsüber ist, holen sie ihn dann wahrscheinlich ab. So.
Dann meine liebe Freundin Cindy hat gefragt und ich finde ihre Fragen wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar, wie integriert bzw. beschäftigt sich eigentlich Manu mit dem ganzen Thema? Durch seinen Job, also Manu ist Krankenpfleger, wer es nicht weiß, wusste bzw. weiß er ja schon einiges. Hat er sich trotzdem zum Beispiel belesen zu bestimmten Themen? Oder hat er das alles mehr dir überlassen? Oder warst du ihm vielleicht schon immer einen Schritt voraus und konntest ihn beratschlagen? Gibt es vielleicht sogar Dinge, bei denen ihr euch von Anfang an einig wart, dass er sich darum kümmert? Bei der ersten Schwangerschaft haben wir vieles noch gemeinsam gemacht, aber auch da habe das meiste ich gemacht. Und jetzt bei der zweiten Schwangerschaft habe ich mich eigentlich komplett allein mit dem Thema auseinandergesetzt, was okay ist. Wie erkläre ich das am besten? Mir ist es so lieber gewesen, wenn es mich gestört hätte, hätte ich Manu das schon gesagt und dann hätte er auch sofort, wäre mir zur Seite geeilt und hätte mir dann bei Entscheidungen geholfen. Aber bei der zweiten Schwangerschaft stand ja auch nicht mehr so viel zu entscheiden. Also der Kinderwagen war da, alles so Sachen wie die Kinderzimmereinrichtung und so, darum habe ich mich gekümmert, ich habe mich darum gekümmert. Habe ich alle Klamotten, ich habe alles vorbereitet, so Sachen waschen und so, aber ja, also das gehört für mich als Frau, als Mutter, als Schwangere auch dazu. Das muss jetzt nicht mein Partner mitmachen. Ansonsten, was seinen Beruf anbelangt, weiß er natürlich einiges. Er hatte ja da auch eine Zeit lang auf der Wöchnerinnenstation während seiner Ausbildung zu arbeiten. Es erleichtert mir vieles, weil ich weiß, er hat da keine Berührungsängste. Er weiß einfach vieles. Ich fühle mich sicher bei ihm. Also ich kann mich absolut fallen lassen, weil ich weiß, er kennt das alles, er weiß, wie das läuft. Auch manchmal spielt man ja so mit dem Gedanken, beim zweiten Kind kann es ja bei der Geburt sehr, sehr schnell gehen. Was ist, wenn wir unterwegs sind und das Kind kommt? Da mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken, eben weil er solche Sachen weiß, das ist halt sehr, sehr praktisch. Da kann ich mich drauf verlassen, da habe ich keine Ängste, keine Sorgen, gar nichts. Also er ist mir eine unglaublich große Stütze, wenn es wirklich dann an die Geburt geht und jetzt im Vorfeld habe ich halt vieles auch gern selber gemacht. Er hat sich zu nichts belesen oder so, was ich ja aber auch nicht gemacht habe. Ich bin ja jemand, Wissen schürt Ängste. Und ich weiß lieber weniger und mache mir weniger Sorgen. Und Manu ist da genauso. Also er hat sich zu nichts jetzt irgendwie speziell belesen. Was mein Befinden anbelangt, das kannte er ja schon von Vince oder er kannte es von der Arbeit oder ja, genau. Und ansonsten waren wir uns über, also wir sind uns immer einig. Wirklich, wir sind uns meistens wirklich einig. Zum Beispiel eine Sache, bei Vince hatten wir ein mobile Plastik mit Musik, mit Licht. Und wir fanden das damals total toll. Und nach ein paar Wochen haben wir das Teil gehasst, weil es war mega groß. Es ist total schnell kaputt gegangen. Vince mochte weder die Musik noch das Licht. Und deswegen waren wir uns, ohne dass wir uns abgesprochen haben, beim zweiten Kind einig, es soll ein Holzmobile sein, ohne Ton, ohne Licht. Im Endeffekt wird es jetzt eins, was mir meine Mama selber macht, worüber ich mich schon sehr freue. Und ja, also wir sind uns einfach ganz schnell immer sehr einig. Und wenn wir nicht, uns nicht einig sind, dann gehen wir einen Kompromiss ein, mit dem jeder leben kann. Das ist bei uns halt ja alles total unproblematisch und unkompliziert zum Glück. Und die letzten Fragen kommen von Lunatic und Blüte. Wie lange nimmst du Elternzeit und wie lange warst du bei Vince zu Hause? Also bei Vince war ich nicht mal ein Jahr zu Hause. Vince hat Geburtstag gefeiert im Juni und ich glaube, ich war ab 1. Mai wieder arbeiten. Jetzt beim zweiten Kind nehme ich 1,5 Jahre Elternzeit, was einfach was damit zu tun hat, dass ich nicht eher einen Kindergartenplatz bekommen werde und es auch mit Tagesmüttern bei uns sehr, sehr schwierig ist. Und auch so, wenn man dann halt dann zwei Kinder hat und so, dann ist es, glaube ich, ganz angenehm, die 1,5 Jahre zu Hause zu sein. Es wird also so sein, dass unser Kind im März ein Jahr alt wird. Ab September beginnt dann die Eingewöhnung im Kindergarten und ab Oktober werde ich dann wieder arbeiten. So ist der Plan. Wir werden sehen, ob das so bleibt, aber ich denke mal einfach schon, weil ich ja auch die Einzige bin, die von uns beiden Elternzeit nimmt. Das war ja auch bei Vince schon so, dass Manu keine Elternzeit genommen hat.
Einfach weil wir uns das nicht leisten können, weil er der Hauptverdiener bei uns ist. Und ja, genau, so wird es sein. Damit habe ich alle eure Fragen beantwortet, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr, 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 sehr gern. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!